Haben Sie gewusst, dass die bekanntesten Bauchredner von unserem Land eigentlich alle aus der Ostschweiz kommen? Klibi und Caroline, Rolli Berner und auch der Marco Knittel. Seine Figur ist der Rudi. Beim Publikum sehr beliebt als, ja, manchmal ein bisschen gschnäderfressiger Pinguin. Viel Vergnügen. Ja, das sind unsere Gäste. Schau's dir mal an. Geht nicht, ich sehe ja nichts. Oh, Entschuldigung. Das sind Zuschauer. Ja, das sind Zuschauer. Schön sind's nicht. Hey! Du kannst doch nicht da rauskommen und unser Publikum beleidigen. Wenn man auf die Bühne kommt, sagt man zuerst Hallo und seinen Namen. Hallo und seinen Namen? Nein. Du sollst dich vorstellen, sagen, wie du heiss ist. Sicher nicht. Und wieso nicht? Ich kenn die doch gar nicht. Die kennen dich auch nicht. Ja gut, dann gehen wir wieder. Nein. Wenn du das nicht machst, dann mach ich das. Meine Damen und Herren, der Rudi kommt aus Wirklichkeit und heisst George Clooney! Du bist nicht der George Clooney, nur weil wir im Fernsehen sind. Wir sind im Fernsehen? Ja. Im Samstagjass, direkt aus Wallenwil, im wunderschönen Thurgau. Am Arsch der Welt. Hallo, Wallenwil liegt nicht am A der Welt. Ja, aber gut gesehen kannst du ihn von da aus. So. Und das da ist der Chef? Ja, das ist der Reto Scherer, der Moderator von dieser Sendung. Das weiss ich, denk schon. Also eins sag ich dir. Wenn du so kannst jassen wie der Scherer schnorren, wirst du heute Jasskönig. Ich jasse doch nicht. Du jassest nicht? Nein. Grrr. Hey, lass du die Damen in Ruhe. Hast du gesehen, sie hat gelacht? Ja, ist doch voll nett. Komm ich dir über? Ich hab gemeint, du hättest jetzt eine Freundin? Nein, heute Nacht nicht. Entschuldigung. Was hast du? Ein Frosch im Hals. Ja, und ich einen ganzen Arm. So. Aber herzig ist sie, da hast du recht. Gell? Wie nennt Minnie Maus? Was? Du meinst Minnie Maus? Du, Rudi, sag mal, wieso kannst du eigentlich das M nicht richtig sagen? Weil du so ein schlechter Bauchredner bist. Jetzt ist genug, weißt du was? Du gehst jetzt besser. Grrr. Sie bleibt da. Du gehst in die Kiste. Und wo steht die Kiste? Hinter der Tür links. Hast du gehört, hinter der Tür links? Es hat ein Zahlenschloss. 4 mal 1. Hey, es ist eine Geheimnummer. Ich sehe noch, sie kennt die Reihenfolge nicht. Der Marco Knittel mit dem Rudi. Hallo. Hoi, Scherer, hoi. Freut mich sehr, Rudi. Kannst du jassen? Ja, sicher. Besser als der Dani Müller. Der heisst ja, gut, Müller. Das ist alles gut. Wann kann man uns nächstes Mal live sehen? Im Herbst sind wir auf Tour mit dem abendfüllenden Programm. Das freut uns sehr. Und Rudi, du darfst jetzt den Dani Müller ansagen an der Jasstafel. Genau, du Dani, haben Sie gut gejasset? Ja, die einen schon, die anderen ein bisschen weniger.